Es ist Folge 2 in der Rot-Weiß-Essen-Karriere. Wir starten den Saisonauftakt gegen Freiburg 2. Wir verpflichten neue Spieler für unsere Mannschaft und der Umbruch geht weiter. Was passiert ist, alles weitere in diesem Video. Wir sehen uns gleich. Ladies and Gentlemen, was geht denn ab? Es geht weiter. Es ist Folge Nummer 2 in der Rot-Weiß-Essen-Karriere, Freunde. Willkommen zurück. Heute gibt es den Saisonauftakt gegen Freiburg 2 und ich hoffe, dass wir heute den ein oder anderen Transfer machen werden. Wir haben ja in der ersten Folge schon sehr, sehr viel gemacht. Ne? Lasst euch an der Fitness nicht orientieren, weil wir sind kurz nach dem Vorbereitungsturnier. Wir haben Rota und Sapina umgestellt als IV und als ZDM. Wir haben Obus vom 1. FC Köln fest verpflichtet und das hier ist unsere Formation, die wir in der ersten Folge aufgebaut haben. Vielen, vielen Dank übrigens an dieser Stelle für das großartige Feedback in der ersten Folge. Hat mich wirklich sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank, Freunde. Momentan haben wir 2 Millionen Euro auf dem Konto und wir haben schon ein bisschen was geplant für die Transferphase. Da haben wir in der ersten Folge auch schon ein bisschen was getan, denn wir haben schon ein paar Scouting Agenten losgeschickt, um diese Leute hier zu beobachten. Da werden die Berichte im Laufe der nächsten paar Tage kommen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da alles dabei ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es werden wird. Freunde, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar, schreibt mal Hallo, wie geht's? Fantastic, du alter Hund, wie läuft's? Alles Roger bei dir? Und natürlich mit Abonnieren und der Glocke kein Video verpassen. Ich freue mich auf euer Feedback, Gentlemen. So, ich würde sagen, dann starten wir die heutige Folge und ich möchte jetzt erstmal auf einen Kommentar von Brian eingehen. Das habe ich nämlich auch schon gemerkt. Der Brian hatte mir nämlich im Kommentar geschrieben, dass wenn man tatsächlich versucht, einen Coach wieder zu entlassen, dass das Game tatsächlich abstürzt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich so. Ne? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel mal Angriff nimmt und man würde jetzt im Prinzip versuchen, den Coach zu entlassen, man muss nur auf die Taste drücken und dann in dem Moment stürzt das Spiel ab. Also ich hoffe, dass die so einen Blödsinn irgendwie noch patchen werden. In dem Punkt muss ich aber sagen, es ist ein neues Feature. In dem Fall gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Und gerade haben wir noch drüber geredet. Und da sind sie tatsächlich schon. Die Scouting-Berichte sind auf jeden Fall im Haus. Und das bedeutet jetzt, wir werden uns die jetzt natürlich in der Transferzentrale alle gemeinsam mal angucken. Ich bin mal gespannt, was da so dabei sein wird. So, und wir hatten ja in der letzten Folge gesagt gehabt, dass wir definitiv einen linken Verteidiger brauchen. Und da wäre jetzt die Chance auf Prince Arning oder auf Nathaniel Brown. Der hat schon eine 64, wie ich gerade hier sehe. Ich bin mir hier jetzt relativ unsicher, aber wenn ich jetzt vom Gehalt her hergehe, normalerweise müssten wir ja bei Prince Arning rein, oder? Komm, wir probieren es einfach mal. Da gehen wir mal auf 600.000 hoch. Mal gucken, was die dazu sagen. Ohne Spieler 780.000. Boah, Männer, also ganz ehrlich, ne? Also wenn die das jetzt ohne Weiterverkaufsgebühr annehmen, dann muss ich den ja nehmen, ne? Komm, macht's. Oh, nee. Ich probiere jetzt einfach nochmal Sascha Völke irgendwie vielleicht einzutauschen. Vielleicht ist das irgendwie eine Option. Der ist 325.000 wert. Machen wir nochmal 600.000. Mal gucken, ob die das annehmen vielleicht. Na, benötigen ein bisschen Bedenkzeit. Okay. Okay, dann sind wir an der Position mal am Band. Okay, das bedeutet aber, wenn ich mir die Mannschaft angucke, wir müssen gucken, dass wir irgendwie Eisfeld ersetzen. Also von dem, was wir jetzt gescoutet haben, also normalerweise, was am meisten Sinn machen würde, wäre ja Elijah Kran. Der wäre eventuell für circa 800.000 zu erwerben. Da könnten wir es eventuell mal probieren. Der ist natürlich 2 Ratingpunkte schlechter, aber man könnte natürlich gucken, dass man Eisfeld eintauscht, weil, wie gesagt, der wird nämlich runtergehen im Laufe der Zeit. Eisfeld ist 500.000 wert. Man könnte mal gucken, so 300.000, was sagt er dazu? 590.000 Weiterverkauf, mach mal Weiterverkauf weg, wie sieht's dann aus? 780.000. Die Frage ist, poker ich jetzt oder nicht?
Das ist so die Frage. Mach mal, geh mal auf 700.000 runter, mal gucken, was er dann sagt. Die sind einverstanden! HSV 700.000, let's go! Haha, Gott, sind die blöd. Aber gut, es ist völlig egal. Wir nehmen das Ding auf jeden Fall. Wir gehen in die Verhandlung bei Elijah Kran rein, aber selbstverständlich. 5 Jahre Vertrag, Schlüsselspieler, 1.600 Gehalt, 15.000 Einstiegsbonus. Ja gut, 1,8 Gehalt, komm, kriegt er. Elijah Kran wird der zweite Neuzugang bei Rot-Weiß Essen. Herzlich willkommen im Team, mein Freund. Ich meine, der wird natürlich jetzt ein bisschen Zeit brauchen, aber der wird auf jeden Fall die Position von Eisfeld übernehmen. Da müssen wir den nur noch umtrainieren. Oder wir machen es natürlich so und spielen 4-3-3 mit zwei ZDMs. Das wäre natürlich auch eine Idee. Dann können wir uns theoretisch nämlich die Zeit sparen, weil der braucht nämlich 26 Wochen, bis der hochgeht. Von dem Fall. Und in 13 Wochen würde er als ZDM schon auf 63 gehen. Von dem her lassen wir das so und trainieren ihn ganz normal. Dann bleibt er im ZDM. So, dann habe ich nämlich in den Kommentaren noch eine Empfehlung bekommen für den Sturm. Denn ich soll mal bei Nicolo Tresoldi reinschauen. Das Problem an der Geschichte ist halt einfach nur, der ist momentan nicht bereit, sich neu zu orientieren. Dementsprechend ist die Geschichte leider schon erledigt. So, und auf meinem Plan steht auf jeden Fall noch Andras Nemeth. Der steht auf jeden Fall noch bei mir auf dem Plan. Aber da reicht momentan mein Geld nicht. Da müsste man noch ein ganz kleines bisschen warten. So, und ich musste nämlich noch Spieler scouten. Denn der Daniele hat nämlich einen Kommentar geschrieben. Ich soll mir diese 5 Spieler mal angucken. Odua von Osnabrück, den hatte ich nämlich schon. Den hatte ich schon gescoutet. Und jetzt kommt ein Scouting-Bericht von Dennis Marsch, Johannes Handel, Damian Pizarro. Soll ein Megatalent sein. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ufuk Akyol. Und natürlich der aus Osnabrück. Ich bin mal gespannt, wenn diese Berichte zurückkommen, was die so drauf haben werden. Wenn ihr Transfervorschläge habt, selbstverständlich ab in die Kommentare, Herrschaften. So, wir warten jetzt erstmal ab und dann gucken wir mal, ob wir eine Rückmeldung von Dortmund 2 kriegen. Gucken wir erstmal. Aber dafür, Freunde, was soll ich euch erzählen? Jetzt geht's los. Also, Freiburg 2. Wir spielen übrigens auswärts in Freiburg. Das wird sehr, sehr interessant werden. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was da werden wird. Wir spielen natürlich selber, wie schon gesagt, und wir werden auf jeden Fall unser Bestes versuchen. Wir sehen uns gleich, ab nach Freiburg. Bis gleich. Gott, das ist ja geil. Guck mal hier. Da wird schon alles bereit gemacht hier für den Anstoß. Wunderbar. Also die neuen Cutscenes, die die drin haben, ist schon wirklich sehr gelungen. Das sieht alles schon sehr, sehr cool aus. Muss man wirklich sagen, doch, ist echt sehr, sehr gut gelungen. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Also, Freiburg in Rot gegen Rot-Weiß Essen in Weiß. Und wir werden natürlich alles versuchen, um irgendwie diese 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Opus. Oder läuft Celebi? Das ist sehr gut. Celebi, Young. Ja, das war auf jeden Fall mal nichts. Aber erste Flanke, erste Chance. Berlinski, Young. Oh, wunderbar gesehen. Götze! Und 1-0 Rot-Weiß Essen in der 7. Minute. Felix Götze. Das ist die erste Torchance und das allererste Tor. Ganz, ganz safe in die linke Ecke geschossen. Ohne Chance der Keeper. Ja gut, was heißt ohne Chance? Er hat einfach die Hand weggemacht. Aber okay, ist völlig wurscht. Es steht 1-0 RWE, das ist wichtig. So, weiter. Obus, Celebi. Diese Außenverteidiger-Taktik, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, Achtung, Bauer. Bauer, klären. Uah, wie klärt der den denn? Was war das denn? Hilfe! Also ich habe eigentlich weggepasst, ne? Aber fragt mich nicht, was der Verteidiger da gemacht hat. Also das war ja eine ganz, ganz schwache Leistung. Also so habe ich das eigentlich nicht gewollt. Wiegel. Wiegel, der kann einfach durchrennen. Wiegel. Wiegel kommt, Bolz mal drauf. Ah, das dauert zu lang. So, ich habe übrigens mal die Spielernamen oben hier eingeführt, weil das sieht ja grauenvoll sonst aus, ey. Das ist sau schwierig mit dieser neuen Schwierigkeit hier, mit der Spielerbasierten. Aber es ist auszuhalten, tatsächlich. Isaiah Young, der Amerikaner. Isaiah Young mit der Flanke. Achtung! Oh, und er geht nicht zum Ball. Schade. Da ist Bauer. Al-Ghadoui nochmal. Immer noch am Ball. Ja, und wo der hinflankt, weiß kein Mensch, okay? Oh, Sapina. Sapina gut dazwischen. Das war jetzt mal endlich so ein gewonnener Zweikampf hier. Obus. Berlinski schneller. Ab zu Götze.
Götze, der kann abfahren. Götze und Sauter. Gut gehalten von Sauter. Opus, frisch aus Köln gekommen. Götze, Kran. Und jetzt ist Berlinski durch. Berlinski und der schießt nicht. Der schießt nicht, aber stand auch im Abseits. Das war aber knapp im Abseits, mein lieber Mann. Ja, es müsste gleich Halbzeit sein im Prinzip. Wenn die jetzt nicht mehr weiter nach vorne spielen. Rötlin, ja. Und da ist auch Halbzeit. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. 1-1 bisher. Zwei gute Chancen gehabt. Ja, mehr war bisher noch nicht drin. Ich überlege, ob ich kurz wechsle. So, es geht weiter. Ich habe gewechselt dreimal. Ich habe Manu in der IV gebracht. Ich habe Wonitsch im Sturm gebracht. Und ich habe Bastians als LV gebracht. Mal gucken, ob das ein bisschen was bringen wird. Ja, Wiegel. Das war schlecht. Stark, Al-Ghadoui und Golz. Oh, gut gehalten von Golz. Wunderbar. Keeper ein bisschen mal hier so hier hin. Ja, Golz, kein Problem. Ganz, ganz safe gefangen. Guter Mann. Rüdlin. Zu Young rüber. Aber wohin? Wohin? Ah, hier, Wiegel. Wiegel läuft da. Aber auch hier wieder. Wohin? Nochmal zurück. Young, nochmal zurück. Kran hoch. Sabina, umdrehen. Wonitsch! Und gehalten von Sauter. Rüdlin, abgewehrt. Ganz komischer Ball. Aber okay, gut geklärt. Gut geklärt, alles in Ordnung. Boah, die stehen aber auch mit unglaublich viel Mann da irgendwie bei mir vorm Tor, ne? Achtung, Johansson. Achtung, El-Ghadoui. Und da ist tatsächlich das 2-1. Da standen die einfach mit viel zu viel Mann bei mir vorm Strafraum. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Die stehen da mit 4-5 Mann da irgendwie da teilweise bei mir im Strafraum. Das ist ganz schwierig. Guter Drehschuss. War nichts zu halten für Gold. So, gibt's jetzt mal eine Umschaltchance. Das war ein bisschen glücklich. Das war ein bisschen glücklich, aber völlig egal. Young. Wonitsch. Oh, und dann so ein Pass. Oh, Kran. Ball ist noch drin. Ball ist noch heiß. Opus. Oh, und wieder Sauter. Aber guck mal, die stehen hier auch mit 5 Mann um mich rum. Ey, wo soll ich denn hier hin? Oh, guter Pass. Der war wichtig. Der war wichtig. Young und jetzt in der Mitte. In der Mitte und Wonitsch, das war ja gar nichts. Oh, liebes bisschen. Rüdlin. So, und jetzt. Das sind die Situationen, wo ich jetzt mal kommen muss. Das sind die Situationen. Und jetzt Young. Jetzt Young. Der hat gutes Tempo, aber Buibari auch. Ach, kein Durchkommen, ey. Oh, Sabina jetzt mal mit Platz. Sabina hat mal Platz. Sehr stark unterwegs. Obus. Und Wonitsch. Und wieder dieser Sauter. Das gibt's ja wohl nicht. Die Ecke. Und Manu. Und drüber. Ah, es ist bisher die Chancenverwertung. Es ist wirklich bisher die Chancenverwertung. Da ist leider... Wir machen aus unseren Chancen bisher noch nichts. Das ist so das Problem. Al-Ghadoui wieder. Und diesmal ist Golz wieder da. So, letzte Chance. 2 Minuten Nachspielzeit. Letzte Chance. Geht hier noch was? Bastians auf Obus. Obus, geht hier noch was? Geht hier noch was? Wonitsch, nee. Nee, ist Müller da. Kein Durchkommen. Das wird's gewesen sein. Okay. Niederlage gegen SC Freiburg 2. Schade. Schade. Chancen gehabt, aber leider nicht reingemacht, ey. Sind Sie enttäuscht, dass es zum Auftakt Ihrer Rot-Weiß-Essen-Karriere kein besseres Ergebnis gab? Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine, ja, wir brauchen mehr Konzentration. Ja, das wird es wahrscheinlich tatsächlich sein. Die schwache Form von Wiegel setzt sich auch in der Saison fort. Droht ihm jetzt das aus? Jeder hat mal Höhen und Tiefen, oder nicht? Wiegel hat heute trotz der Niederlage angedeutet, dass es mit ihm wieder aufwärts geht. Wie wichtig ist das für Sie? Die Willensstärke ist super, ja, das ist tatsächlich so. Muss man ihn wirklich loben, ja, das ist tatsächlich so. Wir müssen weitermachen. Es bringt nichts, aber mit einer positiven Nachricht, denn Borussia Dortmund 2 hat sich gemeldet. Und zwar das Prinz-Anning-Tauschgeschäft kommt wohl zustande tatsächlich. Also die sind mit diesen 600.000 einverstanden gegen Sascha Völke. Das finde ich absolut in Ordnung, das nehmen wir an, oder? 19-jähriger LV. Möchte nur 500 Gehalt, will 5.000 Euro Einstiegsbonus. Ich würde sagen, das ist eine Win-Win-Situation, oder? Also ich denke mal,
Das ist gar kein Problem. Prinz Anning, herzlich willkommen bei RWE, mein Freund. So, und der wird selbstverständlich natürlich Stamm spielen, ist ja gar keine Frage, ne? Also dementsprechend, der wird jetzt für Celebi, wird der jetzt auf jeden Fall in die Startelf kommen, wird dann Stamm spielen. Ich hoffe, dass der sich gut entwickeln wird. Wir haben jetzt aber leider nur noch 389.000 Transferbudget. Das bedeutet auf jeden Fall, dass da der ein oder andere Verkauf noch her muss, weil ansonsten kann ich mir da... Gerade was den Sturm betrifft, da kann ich null machen im Prinzip. Okay, wir haben schon mal ein Angebot von Varbergs Bolz für Nils Kaiser. 370.000. Da gehen wir einfach mal kurz rein und wir gucken mal, ob wir das noch ein bisschen hochpokern können. Eventuell auf vielleicht 450.000 oder so. Kann man das vielleicht noch ein bisschen pokern? Ne, sieht nicht danach aus. 420. Machen sie auch nicht, komm. Bevor sie ablehnen, komm, nimm's an und gut ist. Ach, guck mal. Jakob Golz, jetzt auf einmal, mein Gespräch mit Ihnen war ein Risiko, aber Sie haben mir zugehört, danke dafür. Ach, jetzt auf einmal haben die Sehnsucht nach Titeln oder was? Am zweiten Spieltag, wo wir das erste Spiel verlieren. Das ist, ja, es freut mich, dass wir drüber gesprochen haben, selbstverständlich. So, dann Deal. Nils Kaiser geht zu Varbergs für 370.000. Ist auf jeden Fall ein dann Deal und sogar ein perfekter Deal für uns. Guck mal an hier. Sind jetzt 691.000, aber das bringt mir natürlich noch überhaupt nichts. So, das ist gerade so das Problem. Ach, übrigens, ganz wichtige Nebeninfo so am Rande, ne? Wir haben jetzt ja das Heimspiel gegen Unterhaching und danach haben wir 2 Wochen Pause bis zum 12. Bis zum 12. August. Das bedeutet, dass wir gleich auf jeden Fall nach dem Spiel auf jeden Fall die Trainingspläne umstellen werden. Ein bisschen mehr auf Bissigkeit dann wieder gehen werden. Aber da müssen wir natürlich erstmal an Unterhaching vorbei. Das ist der zweite Spieltag und ich habe mir hier mal vorgenommen, hier mal die Höhepunkte zu spielen. Da habe ich nämlich mal richtig Bock drauf. Also, wir werden das jetzt auf jeden Fall mal machen. Mal gucken, ob das was bringt. Schauen wir mal. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in-game. Ah, erstes Heimspiel RWE. Wie geil diese Cutscenes sind. Alter, wie geil sieht das denn aus? So, wir starten. Angriff von Unterhaching. Also, wir gehen auf jeden Fall ins Verteidigen rein. Gucken wir mal. Oh, da ist Hopsch. Ja, verteidigt alles. Okay, da gucken wir mal, was wir draus machen. Okay, da ist Sapina. Da ist echt eine Menge Platz, aber da kann ich nicht flanken. Hier runter. Berlinski an die Latte. Nein! Oh lol, 11 Meter. Okay. Berlinski, okay, 11 Meter kann ich normalerweise. Boah, auch wenn das ein bisschen schnell geht. Berlinski, 11 Meter. Ah, was hält er? Hör doch auf, Alter. Okay, Konter, Rot-Weiß Essen. Boah, das ist echt ein Konter. Wunderbar durchgesteckt auf Berlinski. Berlinski allein vorm Tor. Berlinski! Und jetzt ist er drin. Pfostentor. 1-0 RWE gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Jawohl, Junge. Okay, 57. Alleingang von Unterhaching. Okay, okay, okay. Okay, 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 da ist Fetch. Ja, da kommen sie schon wieder zurück, da kommen sie schon wieder zurück. Achtung. Gut geklärt, sehr, sehr schön. Der nächste Konter von RWE. Der nächste Konter. Und wieder dieser gefährliche Steilpass. Diesmal Isaiah Jan. Da mal mitlaufen, Berlinski. Berlinski sieht keinen. Nee, war abseits. Ja, wieder Hopsch. Skalatidis. Oh, der kommt irgendwie durch. Der kommt irgendwie durch. Westermeier. Und da ist Wirtelreiter, aber das ist kein Ding. Oh, das ist eine Gelegenheit zur Flanke. Das ist eine Gelegenheit zur Flanke. Sapina! Und da ist Zimmermann zur Stelle. Und das war's. Das ist der erste Heimsieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Jawohl, ja. 1-0. Sehr gut. Also, sehr, sehr schön. Wir gucken uns das erste Mal die Tabelle an. Wir sind Platz 11. Gut, das hat natürlich noch gar nichts zu sagen. Ne? Ein Sieg, eine Niederlage. Das ist aber... absolut okay, wir dürfen nicht vergessen, dass wir Aufsteiger sind. So, und jetzt müssen wir erstmal den Trainingsplan umstellen. Wie gesagt, wir werden jetzt hier einmal Fokus auf Leistung, das Ganze für die Startelf übernehmen. Und dann werden wir hier, ja gut, bei der Auswechselbank, da können wir eigentlich dabei bleiben. So, es ist übrigens der 1.8., das bedeutet, wir haben das erste Scouting-Update, aber ihr seht ja auch, also Gabriel Krüger... ja, 375.000, das ist zwar schön und gut, den können wir auch verpflichten... aber auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, wir können auch in die Jugendakademie gehen. Kann man mit dem was anfangen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich werde den natürlich trainieren, ne? Aber ich meine, ob der jetzt mir tatsächlich was bringt mit seinem 59er-Rating,
bleibt abzuwarten, aber auf jeden Fall bleibt er jetzt auch erstmal hier drin. So, dann haben wir noch die Scouting-Berichte und zwar von Akyol, Pizarro und von Handel. Die werde ich mir definitiv mal angucken. Ich bin mal gespannt hier. Pizarro, 65er Stürmer mit 1,7 Millionen. Boah, das ist ja teilweise noch besser. Johannes Handel übrigens, 69er Rating mit 1,7 Millionen. Also das ist auch sehr, sehr interessant, ey. Ja, okay. Johannes Handel, der ist leider nicht bereit, sich neu zu orientieren. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlimm. Das könnte nämlich einer für nächste Saison sein. Aber Damian Pizarro, das könnte echt ein Ziel sein, den zu verpflichten, ne? Aber ich brauche definitiv noch einen Verkauf. Sonst lohnt sich das alles nicht. 667.000. Aber ich kriege auch keine Angebote rein. Aber was ich auf jeden Fall kriege, ist das Spiel gegen Regensburg. Das ist nämlich Spiel 3. Und damit wir mal die verschiedenen Sachen hier ausprobiert haben, machen wir mal eine Schnellsimulation, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir probieren es einfach mal. Also, die sind ja von der Bissigkeit her gut drauf. Geht da was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir gucken. Schnellsimulation gegen Regensburg. Achtung. 3-2 Niederlage. Mann, ey. Da kriegen die in der 89. das Gegentor, Mann. Es sah ganz nach einem Unentschieden aus, aber sie haben ein spätes Gegentor kassiert und verloren. Was ist passiert? Ja, war Pech. Es ist Pech. 2 Spiele, aber kein Sieg für Rot-Weiß Essen. Ist ja in Regensburg das Beste. Das stimmt doch gar nicht. Das, wahrscheinlich. Es wird auch wieder besser. Ja, ja. Wäre Spiel heute, ist ihrer Mannschaft das hat ihrer Mannschaft das Selbstbewusstsein gefehlt. Selbstbewusstsein ist, glaube ich, toll. Also, glaube ich zumindest, ne? Was wir jetzt auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, ist dadurch, ihr seht ja, dass die Bissigkeit hier absolut da ist, ne? Aber ich muss jetzt natürlich darauf aufpassen, dass die Fitness nicht runtergeht. Dementsprechend gehe ich jetzt wieder in den Trainingsplan rein und mache bei der Stammelf, mache ich wieder ausgeglichen rein. Einfach, dass die Fitness wieder ganz, ganz normal trainiert wird. So kann man das so ungefähr so ziemlich hochhalten. Oh, Freunde, jetzt wird's interessant. Wir haben ein Angebot für Ron Berlinski von Bristol City. Oh, jetzt wird's interessant. 740.000 verhandeln. Wenn der Deal durchgeht, dann könnten wir uns Pizarro holen. Ich guck mal, vielleicht gehen sie auf 800 hoch. Ja, die machen das. Bristol City 800.000. Ich liebe euch, Männer. Also, es ist noch kein Done-Deal. Aber kurz davor. Aber wir spielen jetzt erstmal das Spiel gegen Viktoria Köln. Und zwar, da habe ich wieder Bock, die Höhepunkte zu spielen. Das war nämlich echt cool. Und ihr seht hier übrigens auch ganz, ganz schön, dass diese Art und Weise mit dem Trainingsplan auch perfekt funktioniert. Die haben alle totale gute Bissigkeit und totale gute Fitness. Aning übrigens schon auf 63 hoch. Das fällt mir gerade so spontan auf. Oh, Viktoria Köln trifft in Essen ein. Ah, da sind wir. Okay, also, Anstoß, Berlinski stößt an. 10. Minute. Flanke Sapina. Sapina, Achtung, und Yang, und voll mit der Parade. Oh nein. Das ist Bogicevic. Bogicevic, Achtung. Verteidigen lernen wir in Ultimate Team, Achtung. Philipp. Und Golz. Golz hat ihn, jawohl, wunderbar. Oh, und jetzt Yang. Yang, wunderschöne Ballername. Yang vorm Tor. Ah, da ist Gregor. Ist auf jeden Fall schneller. So, 36. Eckball Viktoria Köln. Ich gehe wieder mit Golz raus. Golz. Oh, der geht nicht zum Ball. Ich flipp aus. Ach ja. Davor. Lorch. Achtung beim Verteidigen. Wiegel, wunderbar gemacht. Die sind nur im Angriff. Das ist wieder ein Konter. Die sind nur im Angriff hier. Ja, gute Grätsche von Prinz Anning. Sehr gut. Und der Konterversuch. Da habt ihr das gesehen. Das ist ganz, ganz neu jetzt übrigens hier. Berlinski. Götze. Götze kann durch. Götze. Ah, da steht einer dazwischen. So, 70. Wieder Gelegenheit zur Flanke. Und Sapina steht wunderbar frei. Dumbuya, Yang und daneben. Ja, das ist leider der Abpfiff. Ah, Niederlage 1-0. Wieder, weil die Chancen nicht drin sind. Es läuft momentan noch sehr, sehr bitter irgendwie. Also, 2 Niederlagen waren total ausgeglichen. Also, das hätte auf jeden Fall besser laufen können. Wir können ja die Spiele gewinnen, aber wir müssen unbedingt an der Abschlusstechnik, da müssen wir auf jeden Fall arbeiten. So, Männer, es ist passiert. Guckt's euch an. Done Deal. Done Deal. Es ist auf jeden Fall vollzogen.
Ron Berlinski geht zu Bristol City tatsächlich für 800.000. Das ist ein guter Transfer in meinen Augen. Genauso sieht es auch der Vorstand. Und jetzt werden wir versuchen, Pizarro zu verpflichten. Das wäre so wichtig, wenn der kommt, ne? Aber ich muss auf jeden Fall jemanden eintauschen, weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Ich probiere es mal mit 1 Million und mit Torben Müsel. Gucken wir mal, ob das funktioniert. 1.050.000 mit 4% Weiterverkauf. Das muss ich nehmen. Das ist ohne Tausch, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber das muss ich nehmen. Ja, natürlich nehmen wir das. Aber auf jeden Fall. Damian Pizarro, Schlüsselspieler. 5 Jahre Vertrag. Keine Freigabesumme. 3.000 Gehalt. Was sagt er? Das ist ein faires Angebot. Es ist ein Done-Deal, Freunde. Damian Pizarro wechselt zu Rot-Weiß Essen. Das Megatalent ist angekommen. So, und da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Das ist unser Top-Stürmer. Da brauchen wir nicht lange drum herum reden. Das ist eine 1A-Verpflichtung. Die muss jetzt definitiv gleich mal fruchten. 65er Stärke mit 18 Jahren, 82 Tempo. Im Schießen könnte er vielleicht ein bisschen besser sein, aber das wäre mal jetzt. So, Freunde, und damit beenden wir die heutige Folge mit den Neuverpflichtungen. Also, hier seht ihr sie nochmal im Schnelldurchlauf. Obus, fest verpflichtet in der letzten Folge schon vom 1. FC Köln. Dann haben wir Prince Anning geholt von Dortmund 2 für 600.000 mit Tauschgeschäft. Dann haben wir Elijah Kran geholt vom HSV. Hat uns 700.000 gekostet und unser Top-Transfer Damian Pizarro, 1.050.000 geholt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der ausrichten wird. Damit sind wir am Ende von dieser Folge. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt an Spielerscouten oder ähnliches, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Video auf jeden Fall dabei sein werdet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like auf diesem Video da und mit Abonnieren kein Video verpassen. Ich würde mich auf euch freuen. Und in der nächsten Folge müssen wir Spiele gewinnen. Ganz, ganz klar, wir spielen gegen den Abstieg, dürfen wir nicht vergessen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, ciao, reingehauen, euer Bentastic.